Schönen guten Tag. Ich heiße Ian Rand und ich bin wieder froh, hier zu sein. Und unser heutiges Thema, das Thema für heute ist der Glaube. Nun, ich weiß, viele von euch, ihr glaubt an eine höhere Macht. Aber darüber will ich nicht sprechen. Ich will heute sprechen über dein Glaube an dich selbst. Selbstvertrauen. Glaube an dich selbst. Du hast dir Ziele angesetzt. Du hast Ziele anvisiert. Oder doch nicht? Und du arbeitest an diese Ziele. Aber du findest heraus, dass die Umstände, andere Menschen, alles andere dich von deinen Zielen wegbringen. Und du merkst auch, du kommst nicht an dein Ziel heran. Es geht immer weiter und weiter. Und weißt du warum? Dir fehlt es an Selbstvertrauen. Das Vertrauen in deine eigene Potenzial, das Vertrauen in deine eigene Stärke, das Vertrauen in deine eigene Kraft. Und heute will ich dir sagen, du kannst damit anfangen zu wissen, du darfst Glaube haben. Du darfst an dich glauben. Du darfst es. Warum? Weil du ein menschliches Wesen bist. Du bist ausgestattet mit allen Möglichkeiten, mit allen Werkzeugen, die zum Erfolg führen kann. Oder können. Du bist ausgestattet. Und bei dir fehlt wahrscheinlich nur dieses Selbstvertrauen. Weil durch die Jahre, wir werden jetzt über Selbstvertrauen noch weiter referieren, wo ich dir dann sagen kann, wie du das erreichen kannst, wie du Selbstvertrauen, wie du diese Glaube an dich selbst vermehren kann. Wo du sagst, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, dass ich alles erreichen kann. Viele Menschen, sie beginnen damit zu sagen, nee, das kann ich nicht, nee, da bin ich nicht in der Lage. Ich bin auch Sprachtrainer und da merke ich, viele Leute sagen, nee, die englische Sprache ist unheimlich schwer und die Grammatik verstehe ich überhaupt nicht und ich kapiere es nicht und ich, und. Sie machen sich lächerlich und sie machen sich klein. Und ein Grund dafür ist das fehlende Selbstvertrauen. Und sie denken, andere Leute werden sie dann auslachen, wenn sie dann sprechen würden. Ich sage, das ist doch egal. Hab Selbstvertrauen zu sagen, egal ob ich Fehler mache. Das ist völlig egal. Ich mache, was ich mache. Hast du verstanden? Ich mache es. Und ich habe keine Angst, das zu tun, was ich tun muss. Weil ich habe Selbstvertrauen. Geh noch weiter. Es gibt Leute, die im Verkauf sind. Und sie haben grundlegende Kenntnisse über das Produkt, was sie verkaufen wollen. Aber was passiert? Sie sagen, also, entschuldigen Sie, ich habe ein Angebot. Und bekommen Sie, nein, ich habe keine Zeit. Und was passiert? Das Gesicht geht nach unten. Sie haben kein Selbstvertrauen. Aber weil, wenn du Selbstvertrauen hast, ist egal, ob Leute Nein sagen, dann denkst du, ah, die haben Nein gesagt, vielleicht habe ich nicht ordentlich erklärt. Dann komme ich und erkläre noch einmal und noch einmal und noch einmal. Leute, die Selbstvertrauen haben, geben nie auf, weil sie glauben in ihre Stärke, sie glauben daran. Sie glauben, dass sie alles schaffen können. Sie glauben, dass das Leben gut mit ihnen meint. Das glauben sie. Sie glauben, wenn sie rausgehen, scheint die Sonne auf ihre Köpfe. Und sie glauben, ist egal, was bisher passiert, alles ist in Ordnung mit mir. Wenn sie krank sind, glauben sie, dass sie wieder gesund werden. Und wenn sie finanzielle Schwierigkeiten erleiden, dann glauben sie daran, dass es wieder in Ordnung gebracht werden.
Wenn sie Schulden haben, glauben sie, dass die Schulden wieder verschwinden, dass sie getilgt werden. Das glauben sie. Dass sie genug finanzielle Ressourcen haben werden, das zu überwinden. Und das passiert, wenn du Selbstvertrauen hast. Das passiert, wenn du Glaube hast. Du glaubst an dich selbst, du glaubst an deine Potenzial. Egal, was andere Leute von dir sagen, egal, was andere Leute behaupten über dich, das ist völlig egal, was andere sagen. Du sagst es. Du legst fest, wer du bist. Du legst fest. Und dann sage ich dir, hab Selbstvertrauen. Dann kommst du weiter. Vielen Dank. Tschüss. Ade. Bis zum nächsten Mal.